Ahoi Matrosen, ahoi Asphaltpiraten, hallo Freunde des Motorsports, hallo Simracer da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder zurück seid hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Sergeant Huntwan und begrüße euch hier in iRacing oder zu iRacing, zum nächsten iRacing Event. Und zwar in der Production Car Challenge. Heute zu Gast in West Virginia in Summit Point am sogenannten Jefferson Circuit. Ihr kennt die Strecke mit Sicherheit, wenn ihr die Videos ein bisschen verfolgt habt, denn das ist genau diese Strecke, wo ihr das erste Mal, oder wo wir hier das erste Mal gemeinsam in ein Rennen gestartet sind. Damals noch im Mazda Cup, heute gastiert die Production Car Challenge hier. Und auch hier habe ich richtig Bock auf dieses Rennen, weil ich diese Strecke einfach total witzig finde. Es ist keine großartig überragende Strecke, aber ich finde, mit den Fahrzeugen hier macht das schon unheimlich Spaß. Einfach, weil sie so kurz ist, weil es wenig Überholmöglichkeiten gibt, weil sie es ganz witzig fahren lässt. Für so eine Amateurserie, finde ich, ist diese Strecke relativ gut geeignet. Und macht auch doch gehörig Spaß. Natürlich, es ist noch kein größeres Event, sage ich jetzt mal, wie vielleicht dann später in der GT3-Serie, was da zur nächsten Saison hier ansteht. Aber für die kleine Serie hier, für die kleine Klasse, ist das schon völlig okay. Und ich freue mich aufs Rennen und noch mehr freue ich mich, dass ihr mit dabei seid. Und noch mehr freue ich mich, dass ein weiteres Mitglied unserer Crew heute an dem Rennen hier teilnehmen kann und wird. Ich befürchte allerdings, dadurch, dass unsere iRatings doch relativ weit noch auseinander liegen, dass wir wahrscheinlich nicht in einem Split fahren werden, sondern ich gehe mal davon aus, er wird wahrscheinlich im Bottom-Split unterkommen, zumindest wenn ich so sehe bei aktueller Anzahl der Fahrer. Aber müssen wir mal gucken, wie es läuft. Er wollte nämlich ganz gern mit dem Mazda an den Start gehen, deswegen denke ich mal, werden wir wahrscheinlich nicht in einem Split starten. Aber alles halb so wild. Die Gelegenheit wird bestimmt nochmal kommen, wird bestimmt auch lustig. Das wird auch der, ja, der Matrose sein, sagen wir mal so, der denn dann langfristig wahrscheinlich, wenn es dann alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch mal bei einem längeren Event dann später mal in einer Teamserie dann irgendwie mit an den Start gehen. Dass wir mal irgendwie gemeinschaftlich irgendwie so ein 4-Stunden-Rennen angehen wollen oder sowas in der Richtung. Ist zumindest geplant. Vielleicht kriegt er sogar noch seinen eigenen Part hier auf dem Kanal. Schauen wir einfach mal, wie sich so entwickelt. Aber zumindest ist er heute mal im Rennen mit dabei, wenn auch vielleicht nicht in unserem Split. Aber das werden wir gleich erleben. Und bevor wir ins Rennen gehen, machen wir es wie immer. Schauen wir doch einfach mal ganz kurz nochmal auf die aktuellen Stände in der Meisterschaft, dass ihr wisst, wie es hier gerade aussieht, aktuell. Und ja, schauen wir mal schnell rein. Da haben wir es auch schon. 375 Punkte aktuell, relativ großer Vorsprung, 125 Punkte. Aber das heißt natürlich noch lange nichts, denn es sind noch insgesamt noch 3 Wochen plus natürlich jetzt das Rennen hier sind noch zu absolvieren. Gucken wir mal schnell in die Timetrails rein. Ich mit einer 58,7 so wollte ich sagen. Nicht ganz unzufrieden aktuell. Auch noch der einzige ist natürlich ja erst Dienstag. Das Rennen ist erst seit heute online. Gucken wir mal in den Gesamtstand. Da ist der Vorsprung relativ groß. Und ich denke mal auch, dass es hier wahrscheinlich am Ende zur Meisterschaft reichen könnte. Muss aber nicht. Alex Wheeler oder auch Stefan Tonon haben dann noch Chancen, nochmal ranzukommen. Und wie gesagt, in der Meisterschaft im Rennen selber, bedenken wir natürlich, es ist die Rookie-Serie, sieht es aber aktuell ganz gut aus. Und dann gehen wir mal zum Rennen. Bevor wir natürlich jetzt aber direkt wieder ins Rennen gehen, gucken wir erstmal in den Split, ob Tommy, unser Crewmitglied, hier auch dabei ist. Aber so wie es aussieht, ist er es eben nicht. Ich habe es mir fast gedacht. Wie sieht es generell aus? An 7 gesetzt. Thanks for the info. Ich bin glücklich, dass auch Jeff wieder mit dabei ist. Ich hoffe, ihr mögt ihn genauso wie ich. So, hier sieht es eigentlich relativ gut aus für uns. Ja, ich denke mal, Pedro Bürger wird ein Kollege sein, den wir vielleicht versuchen können zu schlagen. Also vielleicht wird Platz 2 realistisch innerhalb der Klasse natürlich. Ich glaube, Erik Schulhof da vorne, das wird ein bisschen schwierig, den Kollegen noch zu kriegen. Was erwartet uns hier wettermäßig? 37 Grad Streckentemperatur, 31 Luft. Das Ganze dann für 19 Runden. Bin ich gespannt. Mein absoluter Rundenrekord liegt bei 57,9 oder so, den ich hier im Training habe aufgestellt für mich habe. Also, aber konstant waren eigentlich eher so die 59 niedrig, so die Zeiten. Also mal gucken, wo es dann am Ende hier dann letztlich hingeht. Und natürlich auch, bin ich auch gespannt auf die Mazdas, die hier so mitfahren. Schade natürlich, dass Kollege Tommy hier nicht dabei ist. Aber dadurch, dass er halt einfach noch ein etwas geringeres iRating hat, weil ich einfach mehr zum Fahren gekommen bin in der Vergangenheit als er,
ist er halt wahrscheinlich jetzt im Bottom-Split gelandet und dadurch, dass das Split auch relativ voll war hier, wird er wahrscheinlich im zweiten Split mitfahren und wir halt mit dem Pontiac eben hier in diesem. Aber das wird bestimmt nochmal dazu kommen, dass Tommy und ich hier in einem Split irgendwann miteinander fahren. Zumal wir meistens eigentlich auch immer relativ eng beieinander, zeitmäßig gesehen, eng beieinander sind. Also könnten dann vielleicht noch interessante Duelle werden. Und wie gesagt, vielleicht kommt es auch irgendwann demnächst mal dazu, dass wir dann tatsächlich mal in der nächsten Saison vielleicht mal an so einem Teamrennen teilnehmen. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie umsetzbar ist. So, wie gesagt, Erik Schulhof, da bin ich übrigens auch gespannt bei dem Ping, den er hier hat, ob der jetzt noch da drin bleibt. Das ist schon sehr, sehr hoch. Also kann durchaus sein, dass er jetzt gleich nochmal irgendwie disconnected wird oder vielleicht dann nochmal dazukommt. Aber würde ich sagen, gehen wir mal direkt ins Auto und fahren einfach mal unsere Runden. In der Hoffnung, dass ich dann mal wieder zwei am Stück hinkriege. Ihr wisst ja, da bin ich prädestiniert für, dass das gerne mal schief geht. Jetzt mal alle so die eingestellt, wie ich das hier brauche. Ich hatte da aus dem Time Trail noch meinen, wie soll man es nennen, den Zeitenvergleich nenne ich es jetzt einfach mal. Den brauche ich eigentlich hier im Qualifying nicht unbedingt, oder auf die eine Runde muss ich mich nicht unbedingt vergleichen. Auch hier eine ziemlich wichtige Kurve. Eigentlich später im Rennen gehe ich mal fest von aus, weil man da den Schwung mitnehmen kann, ist das eine der beiden guten Überholmöglichkeiten. Und dann kommt jetzt vor allen Dingen hier noch die letzte Kurve. So ein bisschen tricky zu fahren, immer so ein bisschen auf der Bremse stehend in die Kurve. Ich lasse mich immer weiter nach außen tragen und fahre dann hier einen Scheitelpunkt. So versuche ich es in der Regel, um dann eben mehr Geschwindigkeit mit auf die Start- und Zielgeraden zu nehmen, um dann am Ende gegebenenfalls zu überholen, wenn sich's denn mal anbietet. Aber Production Car Challenge heißt ja für mich auch immer gleichzeitig gucken, dass man überhaupt erstmal gut durchkommt, wenn sich da vorne die Mazdas wieder behageln. Ja. Aber in der Kurve versuche ich eigentlich immer ein bisschen innen zu bleiben, um dann diese Links hier eben noch besser zu nehmen. Aber das war jetzt nicht wirklich ideal. Ist mir nicht so gut gelungen. Auch tue ich mich hier auf dieser Strecke immer wieder schwer, richtig die Bremspunkte zu finden, weil mir einfach in vielen Kurven so ein bisschen der Orientierungspunkt fehlt. Jetzt bei der letzten Links geht's eigentlich, weil ich da quasi immer jetzt hier so diese Straße als Anbremspunkt nehme, die da so von rechts kommt. Ja, jetzt früh aufs Gas, aber hätte ich noch früher gekonnt. Kann die Kurve halt sehr, sehr schlecht einsehen und dann gehen wir mal auf die zweite Runde, 59,2. Nicht unbedingt überragend, aber aktuell scheinbar, wenn Jeff das so bestätigt, Platz 1. Innerhalb der Klasse natürlich. Gesamt im Moment, wie ihr unten seht, Platz 7. Also lasst euch davon nicht irritieren. Die Klasse ist ja in dem Sinne wirklich entscheidend. Und wenigstens sind es heute wieder 5 Fahrzeuge hier. Und ich weiß, es ist natürlich immer ein bisschen lästig, dass hier einfach nur wenig Fahrzeuge am Start sind. Das ist nicht unbedingt immer gute Duelle gibt hier in dieser Serie, aber ich habe trotzdem gesagt, ich habe sie angefangen und möchte sie auch bis zum Ende fahren. Und ab nächster Saison kann ich euch aber schon versprechen, wird es deutlich mehr Action geben. Zwar nur noch in 2 Serien, aber ich denke, ja, quatschen und fahren, Sergeant Trottel. Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass die Zeit noch mal besser gewesen wäre. So natürlich nicht. Schön wieder weggeworfen, die Runde. Naja, gut. Ich hätte vielleicht jetzt erst anfangen sollen, euch dazu erzählen, was die nächste Saison abläuft. Wir sind ja auch noch 3 Wochen. Also, ich hoffe trotzdem, jetzt haben wir noch kurz Zeit, das mal anzusprechen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr bisher mit den Videos ein bisschen Spaß hattet. Wie gesagt, ich denke, dass in der nächsten Saison in der IMSA-Klasse und dann auch mit den Skippies oder den Skip-Barbers, dass da deutlich mehr Action und mehr Spannung gegeben sein wird. Das ist natürlich jetzt noch der Einstieg hier. Ich habe aber eben bewusst gesagt, ich würde euch ganz gern so ein bisschen mitnehmen mit meinem Einstieg hier, dass ihr eben auch die Rookie-Serien schon mal mitbekommt und schon mal seht, was ihr so ungefähr fahrerisch von mir erwarten könnt. Also nicht zu viel, bitte. Ihr seht es ja selber. Ich kriege es ja immer wieder hin, es nicht hinzukriegen.
Ja, wobei die Ergebnisse an sich ja im Rennen eigentlich doch überwiegend Engage Level, Sir. positiv waren. Die Siege bleiben noch aus, aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Vielleicht geht's ja heute weiter. Gucken wir mal kurz auf die Results, wie es aktuell aussieht. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, Pedro Bürger liefert auch noch eine Zeit ab. Ich hätte ja eher gedacht, dass Erik Schulhof vielleicht noch mal eine Zeit setzt. Und dass wir vor allen Dingen auch vor Leonardo Gobbo sind. Aber gut, hätte, wäre, wenn. Und aktuell sieht es jetzt noch so aus, aber es sind ja noch 2 Minuten 30 auf der Uhr. Also mal gucken, ob da noch irgendwas geht. Aber zumindest, und das ist schon mal positiv, ist aktuell bis jetzt zumindest nur ein Mazda noch hinter uns. Was ich persönlich hoffe, was ich relativ schnell nach dem Start erledigen sollte, dass der nämlich schon vor der ersten Kurve noch an uns, weil er einfach in der besseren Beschleunigung ist, an uns vorbeizieht. Somit steht uns der Mazda nicht noch irgendwie in der ersten Kurve im Weg. Das wäre schon hilfreich. Problem bleibt natürlich trotzdem, die Jungs, die vorne wegfahren, dass die dann erstmal ohne Unfall da durchkommen durch die erste Kurve. Aber mal schauen, was uns hier in der ersten Runde erwartet. Habe auch gerade schon mal ganz kurz mit unserem Tommy ein bisschen per WhatsApp schon mal uns ausgetauscht. Das heißt, ich weiß schon mal, wie es bei ihm gerade aussieht. Also zumindest, wo, auf welcher Position er sich nun gerade aktuell befindet. Er sagt, aktuell steht er auf P3 in seiner Klasse. Jetzt fährt natürlich, fahren bei ihm natürlich auch keine Pontiacs mit, weil die sich ja alle immer in einem Split wiederfinden, dadurch, dass es so wenig sind. Wenn es mehr wären, wären die natürlich auch noch in anderen Splits, aber so wursteln die natürlich immer alle im Top-Split rum. Die Production Car Challenge ist ja auch leider nicht so, ja, beliebt, sage ich jetzt mal. Mit den Pontiacs leider schon gar nicht. Wobei es ab dieser Woche ein Special Event gibt seitens von iRacing, so ein 10 Years Throwback des Pontiac Soulstyles, wo es jeden Tag, die ganze Woche lang, ein Rennen gibt. Also heute das erste, morgen findet dann sozusagen der zweite Saisonlauf schon statt. Da gehen halt nur Pontiacs an den Start. Ist auch eine Rookie-Serie. Ist scheinbar auch relativ gut frequentiert, habe ich zumindest schon gesehen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich euch versuche, das auch noch zu präsentieren, aber das wird einfach ein bisschen viel. Zumal ich euch dann vielleicht ein oder zwei Rennen davon bringen könnte und sehr viel mehr werde ich dann zeitlich einfach nicht auf die Reihe kriegen. Dementsprechend bin ich dann definitiv dabei geblieben, euch hier weiter diese Saison zu bringen. Und es sind ja jetzt noch insgesamt noch, also dieses Rennen und dann noch 3 weitere, die wir noch vor der Brust haben. Und wenigstens sieht es hier auch von der Meisterschaft her ja ziemlich gut aus. Klar, es ist natürlich Platz 2 am Ende. Das sieht schon mal sehr gut aus. Damit lässt sich leben, wobei ich denke, dass Erik Schulhof da relativ zügig an uns vorbeiziehen wird. Aber mal gucken, wie es läuft. Er muss ja auch erstmal durch die ersten Kurven kommen. Also schauen wir mal. Da im Hintergrund sehen wir schon sein Fahrzeug stehen. Mit der fetten 1 vorne drauf. Gehen wir auch mal ins Grid und schauen einfach mal, wie es läuft. So, schon mal alles ein bisschen umstellen, so wie ich das eigentlich ganz gerne mal habe. Ja, und da seht ihr Erik Schulhof. Also ich denke, der Kollege wird wahrscheinlich zeitnah an uns vorbeigehen. Also ich glaube einfach, dass er deutlich schneller ist. Nur anhand seines i-Ratings. Aber gucken wir mal, wie das Rennen läuft. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass er irgendwie einen Fehler macht oder was auch immer. Manchmal, ihr habt ja schon oft genug gesehen, was hier so in den Rennen manchmal abläuft. Auch das ist natürlich, man muss es einfach nochmal sagen, es ist natürlich eine Rookie-Serie. Hier fahren eben auch Fahrer mit, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann passiert eben sowas. Je höher die Serie, desto weniger hat man solche krassen Vorfälle. Und deswegen bin ich auch gespannt auf die nächste Saison. Und ich wollte eigentlich nur noch sagen, unser Meisterschaftsstand ist natürlich jetzt gerade in der Rookie-Serie, also wirklich in der Rookie-Klasse. Es gibt ja die verschiedenen Divisions und wir sind in der untersten Division. Deswegen ist das jetzt nicht so unbedingt hoch zu bewerten. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich freue mich für uns, dass es so gut läuft und wir relativ weit vorne damit dabei stehen. Und vielleicht reicht es ja am Ende sogar
zur Meisterschaft, was für den Einstieg, glaube ich, kein so schlechtes Ergebnis wäre, wenn man das so betrachtet. Natürlich auch wieder relativiert. Nicht alle Fahrer, die hinter uns sind, haben die gleiche Anzahl an Rennen, haben immer wieder teilgenommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen, da kommt die Ampel. Und grün. Oh. Hinter uns, die Jungs sind auf jeden Fall deutlich besser gestartet. Vor allen Dingen Pedro Bürger, der hier auch schon rechts neben uns ist. Ah, vielleicht kann ich ja links bleiben und habe dann da irgendwie eine Chance, bis mich außen durch zu beschleunigen. Oder da dreht sich schon Mazda! Verdammt! Ja, ich hatte irgendwie keine Chance. Ich habe es gesehen, aber ich hatte keine Chance mehr auszuweichen. Ich stand schon voll auf der Bremse. Ich konnte es nicht verhindern. Kennt ihr das, wenn man was auf sich zukommen sieht, aber man es nicht verhindern kann? Genauso habe ich mich in dem Moment gefühlt. Naja gut, jetzt sieht unsere Haube natürlich ein bisschen prickelnd aus. Ich gehe mal davon aus, dass sie uns auch ordentlich Aerodynamik nehmen wird. Also auf den kurzen Geraden hier wahrscheinlich ein bisschen verlieren. Aber das Auto fühlt sich bis jetzt nicht unbedingt schwer beschädigt an. Was gut wäre, außer halt der Knick in der Haube. Und es nimmt ein bisschen die Sicht, aber gut, gucken wir mal. Aktuell jetzt natürlich der Letzte in unserer Klasse, so wie es aussieht. Aber ich fühle jetzt nicht unbedingt, dass sich das Auto anders anfühlt. Also ich gehe eigentlich davon aus, soweit ist alles gut. Wir müssen halt nur mal gucken, wie sich die Rundenzeiten am Ende stabilisieren, ob ich da nicht doch zu viel Zeit auf den Geraden verliere. Oder generell verliere durch eben die schlechtere Aerodynamik. Aber wir sind wenigstens noch dran an Erik Schulhof und den Kollegen generell da vorne. Ja, und John White im Mazda steht da ein bisschen im Weg. Ihr seht selber, wie eng die drei da miteinander, oder die vier, wenn man den Mazda mit dazu zählt. Aber vielleicht auch, oh, da fährt der erste Pontiac einmal durch die Wiese. Das ist Leonardo Gobbo und dem können wir jetzt hier vorbei. Sehr gut, einen Platz gut gemacht. Und vorne das nächste Duell. Was Erik Schulhof aufgrund der besseren Linie mal ganz klar für sich entscheiden kann. Und jetzt, oh, oh je. Watch your speed limit in the pits. Oh, Stefan, track limits, come on. Ja, Jeff. Ja. Ist ja gut. Oh. Ah, verdammt. Man bremst er dann noch. Warum? Na toll. Gerade mal zwei Runden gefahren und dann haben wir tatsächlich schon 9 Incident Points gesammelt. Das ist natürlich, wenn das so weitergeht, dann bringe ich das Rennen hier nicht zu Ende. Erstmal bei ihm entschuldigen, dass ich mitten drauf gefahren bin, aber ja, was bremst er da auch? Ja, wer auffährt, hat Schuld, ihr habt recht. Jo, da Erik Schulhof auch neben der Strecke. Also ihr seht, hier geht's eng, geht's wieder hoch her und aktuell zum Glück auch noch relativ eng, wie es hier zur Sache geht. Bisher ist das Gefühl, dass wir irgendwie alle so ein bisschen einem Level fahren. Zeit jetzt ja, relativ okay. Also ich weiß nicht, ob wir da wirklich viel verlieren. Aber natürlich haben wir auch Windschatten im Moment von den Jungs vor uns. Wobei sich Erik Schulhof so langsam ein bisschen absetzen kann. Aber das ist das, was ich befürchtet habe. Ich glaube, er wird einfach mal so eine halbe Sekunde schneller sein. Wenn nicht sogar noch schneller. Aber Pedro Bürger, die Nummer 6 vor uns. Das könnte ein Duell werden. Auf Augenhöhe. Gerade hier, wenn wir vielleicht rechtzeitig besser aus der Kurve raus beschleunigen können, vielleicht dann die Chance, da vorbeizugehen. Aber hier, eher nicht. Ja, verbremst er sich aber auch leicht. Fordert auf jeden Fall schon wieder ordentlich Konzentration.
wobei die Zeit wieder relativ gut aussieht. Aber wie gesagt, das kann natürlich jetzt einfach auch begünstigt durch den Windschatten sein. Sollen wir natürlich dann später mal sehen, wie es dann aussieht, wenn man freie Fahrt hat, ob wir da nicht doch ordentlich verlieren. Ich glaube, der Windschatten hilft schon ganz gehörig, dann wenn ich auf die Geschwindigkeit gucke, die ich gerade hier zum Beispiel an diesem Häuschen, was ihr gerade rechts gesehen habt, immer habe. Da hatte ich ohne Windschatten schon deutlich weniger Geschwindigkeit. Ah, nicht gut erwischt die Kurve. Aber wir sind weiter dran, halten den Abstand. Nach hinten hin ist relativ safe, würde ich sagen. Machen wir den Pedro einfach mal ein bisschen verrückt. Klemmen wir uns die Säbel zwischen die Zähne und greifen an, würde ich sagen. Ach Mann, kriegt dann auch immer die Kurve nicht richtig. Aber wenn das so weitergeht, können das noch lange 13 Runden werden. Jetzt sind wir wieder ein bisschen näher gekommen. Windschatten hilft. Auch trotz verbeulter Haube. Oh. Schwierig für mich vor allen Dingen. Ich habe immer so das Problem, was ich zum Beispiel auch mit unserem Kollegen Tommy immer wieder mal habe, wenn wir mal hintereinander herfahren und einer, der vorherfahrende, macht einen Fehler, macht der dahinter den gleichen Fehler nämlich mit. Ich habe immer so das Gefühl, ich werde dann mit rausgezogen und hier auch gerade eben, wo ich das Gefühl habe in der letzten Kurve, dass sich Pedro vor uns da irgendwie leicht verbremst hat und ich war schon auf dem Weg hinterher. Ja, so ein klassisches Phänomen. Ich lasse mich mal von meinen Vorderleuten dann total verunsichern und mache dann immer Fehler, die ich alleine nicht, wahrscheinlich nicht machen würde. Aber hätte, hätte, hätte. Erik Schubo vorne zieht da seine Runden und nach von uns weg. Pedro sehr spät auf der Bremse, aber scheint gepasst zu haben. Wirkte gerade auf mich etwas so. Aber jetzt sind wir wieder ein bisschen näher gekommen. Ich habe etwas nasse Hände, wenn ich das mal sagen darf. Das Duell ist schon spannend. Ich hoffe, ich denke nachher dran. Im Replay mir mal anzugucken, wie schlimm das Auto wirklich von vorne aussieht. Von innen sieht es ja doch schon ein bisschen schlimmer aus, aber gut, ist halt ein Knick in der Haube. Kannst du knicken, das Auto. Wie ihr seht. Jetzt verliere ich gerade irgendwie ein bisschen an Boden. Hätten wir da vielleicht nochmal wieder ein bisschen näher ranfahren können. Jetzt ist er gerade irgendwie die letzte Runde ein bisschen verpennt oder er hat sie relativ gut erwischt. Und da hat er es nicht gut erwischt und Puh, ich hab's gerade noch gesagt. Jetzt wäre ich ihm beinahe hinterhergefahren. Well done, Stefan. Good pass. Eyes front, P2. Sectors 1 and 3 are 0.3 off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. So, aktuell Platz 2. Das ist doch eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollten. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt Pedro wegfahren können. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Runden nicht mehr so gut laufen werden, weil ich glaube doch, dass wir jetzt ohne Windschatten noch etwas Geschwindigkeit auf den Geraden verlieren. Aber mal gucken. Vielleicht können wir uns ja jetzt ein bisschen absetzen. Ich stand uns einfach nur im Weg. Das könnte es natürlich auch sein. Das Belastende an diesem Fahrzeug für mich, finde ich allerdings auch, ist diese sehr, sehr weiche Bremse. Das heißt, ich trete hier manchmal voll in die Eisen und irgendwie passiert, dass man das Gefühl, es tut sich nicht viel. Es ist hier wieder gut erwischen. Ja, also ihr hört selber, die Lücke nach hinten, und ihr seht es ja auch, die Lücke nach hinten wird größer, aber die Lücke nach vorne leider genauso.
nicht gut. Den Curb sollte man nicht unbedingt erwischen. Ihr seht selber, da hüpft das Auto dezent. Na, ihr hört es. Ich tue mich schwer, echt wirklich da hinterher zu kommen. Also, Erik wird uns da vorne einfach mal wegfahren. Davon gehe ich aus. Aber Pedro, von dem können wir uns momentan relativ gut absetzen. Hatte ja eigentlich gehofft, dass das Rennen jetzt hier vielleicht einfach mal so bis zum Ende läuft. Aber noch sind ja wir nicht im Ziel. Und fehlerbehaftet bin ich auch. Denn auch heute immer noch. Es ist immer noch unfassbar warm in meinem Büro, aktuell 33 Grad. Ich bin auch dezent nass, also nicht nur die Hände, es ist leicht warm. Kurve war auch nochmal gut genommen. Aber ich würde sagen, das, was wir nach vorne verlieren, gewinnen wir nach hinten. Also Platz 2 aktuell einigermaßen safe. Aber ja, okay, genau. Hinter uns kommen natürlich jetzt die beiden Führenden der Mazda-Serie. Also Gott, mit Pedro da natürlich ein bisschen das Problem haben, ein bisschen Platz oder ein bisschen Zeit dadurch verloren zu haben, die beiden vorbeizulassen. Wir sehen es auf dem Spiegel schon. Vielleicht haben wir Glück und verlieren nicht ganz so viel Zeit. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, Start und Ziel beim Rausbeschleunigen. Jetzt mache ich jetzt mal die Tür zu, weil das wird mir hier nichts in der Kurve. Ja, beim Rausbeschleunigen, komm, da kommst du locker an mir vorbei. Genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Das scheint übrigens auch irgendwie ein großes Team zu sein, weil von diesen Fahrzeugen in dieser Lackierung habe ich schon ganz, ganz viele Fahrzeuge gesehen. Und meistens fahren die auch immer irgendwie in einem Split und sehr, sehr dicht hintereinander her. Also es scheint irgendwie ein größeres Team zu sein. Wenn das einer von euch wiedererkennt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht würde mich mal interessieren. Weil das war ja doch ein arg großer Zufall, wenn diese Lackierung jetzt eine Ingame-Lackierung wäre, also ohne Trading Paints und alle damit fahren. Aber ja, wie gesagt, wenn das jemand erkennt, ich glaube, die Jungs kommen auch irgendwie alle aus Brasilien. Also wenn das jemand weiß, ruhig mal gerne in die Kommentare geschrieben, würde mich mal interessieren. So, die nächsten Kollegen, ja, bleibt geduldig. Ja, ich weiß, warte mal, vielleicht kann ich dich hier so ein bisschen vorbeilassen. Ja, müsste passen, die Kurve nicht so gut erwischt. Ah, sehr gut. So habe ich mir das gedacht. Eigentlich hätte ich ihn lieber hier vorbeigelassen, ich habe die Kurve auch nicht so super erwischt gerade. Also, So, da kommt schon der nächste. Ah, da ging mir leicht das Heck weg. Wie viel aufgesetzt. Ja, so können wir das jetzt natürlich auch gerne nochmal wieder spannend machen. Nach hinten. Das hat Pedro natürlich jetzt wieder ordentlich rangebracht. Völlig unnötig, aber irgendwie ging mir da leicht das Heck auf Grundeis, um es mal so zu sagen. Aber ich habe dennoch das Gefühl, dass das Auto nicht mehr ganz so schnell ist, wie ich es eigentlich gewohnt war. Also vielleicht bilde ich es mir ein. Die Zeiten sagen ja ähnliches aus. Ah, wieder schlecht erwischt. Ich bin nur gerade sehr, sehr unkonzentriert. Ich merke das. Ja, ich will es einfach nur noch mal spannend für euch machen. Das ist alles. Das ist, versteht ihr schon, denke ich. Aber ja, ihr habt recht, es ist völlig unnötig. So, wie viele Runden sind es denn noch? 4 gleich noch.
Was ist denn hier los? Ich krieg die letzte Kurve gerade irgendwie nicht so, wie ich es im Training immer gekriegt habe. Ich glaube, ich bin gerade deutlich zu unkonzentriert. Ich weiß nicht warum. Good consistency. Keep them coming. Ja, die Rundenzeiten scheinen tatsächlich einigermaßen konstant zu sein, aber nicht unbedingt die besten. Und wieder schlecht rausbeschleunigt. Was ist denn hier los? Aber aktuell können wir den Abstand nach hinten halten. Ist okay. Naja, jetzt sieht das Auto für uns nicht nur aus wie eine dicke Hummel, sondern auch wie ein dickes Nashorn. Aber gut. Nennen wir es mal Beschleunigungsbeule. Apropos Beschleunigung. Nein! Ah! Was mache ich denn? No, ah. Ja, Jeff, ist ja gut. Mann! Verdammt, was mache ich denn hier für Mist? Ja, ich mache es gerade unnötig spannend. Also jetzt ist er dran, der Pedro. Jetzt will ich nochmal zwei Runden konzentrieren. Ein bisschen früher bremsen, um früher ans Gas gehen zu können, weil das ist, glaube ich, gerade das Beste, was jetzt funktioniert. Im schlimmsten Fall ihn so ein bisschen dazu nötigen, vielleicht etwas mehr bremsen zu müssen. So. Diesmal treffe ich sie besser. Aber zu früh auf dem Gas. Verdammt. Nicht unbedingt gut rausgekommen. Ich glaube, jetzt ist er etwas schneller. Ich fahre, glaube ich, mal. Nee, ich bleib innen. Ich fahre Kampflinie. So, versucht's. Ah, da war die Tür zu. Sorry, Pedro, aber das war Kampflinie. Da war es ein bisschen eng da drin. Naja, wenigstens kann ich euch so noch ein bisschen Spannung liefern. Einmal gut durch die Kurve. Rechtzeitig raus beschleunigen. Oh, Pedro fährt auf die Wiese. Das sollte eigentlich jetzt für uns Platz 2 gewesen sein, wenn wir jetzt nicht einen dummen Fehler in der letzten Kurve machen. Ich habe genug gemacht heute. Reicht eigentlich. Ah. Yellow Flag, caution. Ja, warum auch immer gelbe Flagge, aber wir sind im Ziel. Puh, Platz 2. Ja, endlich lobt er mich mal. Danke, Jeff. Danke, danke. Ich fühle mich, also, ich danke meinem Team. Puh, das war natürlich jetzt echt unnötig spannend nach hinten hin. Aber gut. Es hat gereicht, um wenigstens Zweiter zu werden. Also, gesetztes Ziel erfüllt, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns einfach nochmal den Start an. Und nochmal so ein paar Incidents, was da so passiert ist. Vielleicht einfach nochmal eine bessere Kamera wählen, weil ich glaube, aus der sieht man nicht so wirklich viel. Nehme ich mal die Fahrchase. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was da jetzt vorne passiert ist. So, da dreht sich der Kollege. Ich habe es aber erst jetzt relativ spät gesehen und dann stand der Mazda da völlig im Weg. Keine Chance gehabt, mehr auszuweichen und ich stand ja schon auf der Bremse. Habe ich ihn leider frontal getroffen. Sehr ärgerlich, die ganze Nummer. Aber gut, kann passieren. Gucken wir uns nochmal die ganzen Incidents an, was hier noch so passiert ist im Rennen. Ja, da ist eine leichte Berührung. Hab ja auch eine schöne Beule hinten reingefahren, so wie es aussieht. Kann man mal machen. Schöner Slide um die Kurve. Hier, ja, dezent aufs Auto gefahren. Das war dann doch nicht unbedingt die Feine. Machen wir doch lieber eine andere Kamera, da sieht man vielleicht ein bisschen besser. Immer wieder die Kamera 3 vielleicht. Oder doch die 1. Ah. Ja, okay. Das scheint es irgendwie mit den Incidents schon gewesen zu sein. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Zumal wir ja auch nochmal irgendwie von der Strecke gefahren sind, aber okay. Gut. Sei es drum. Dann war das wohl das Rennen.
Mehr oder minder, würde ich eigentlich sagen. Also wenn man jetzt von den letzten Runden ausgeht, aber doch relativ erfolgreich. Weil Platz 2, ich glaube, das kann sich immer sehen lassen. Gucken wir nochmal uns die Results an, wie es denn letztlich, wie es generell so aussah. Strength of Field zähle ich jetzt mal nicht so richtig. Gucken wir aber gleich nochmal an, wo denn der Kollege Schulhof, was er denn so für ein I-Rating hat. Ja, 3000, okay, das ist schon klar. Ich finde, dafür konnten wir eigentlich relativ gut mitgehen. Aber natürlich hier minus 0,18, klar, bei 11 gesammelten Incident Points. Und natürlich jetzt der erhöhte Faktor sozusagen, dadurch, dass ich ja in der Klasse C jetzt unterwegs bin, da zählen die Punkte natürlich schon deutlich mehr. Deswegen ordentlich Minus gesammelt. Ja, Pedro Bürger und ich, wir waren relativ gleich schnell unterwegs, würde ich mal auf die Dauer hin so sagen. Gucken wir nochmal kurz in den anderen Split, gucken wir mal, wie es gelaufen ist bei Kollege Tommy. Da ist er an Platz 4 gesetzt, ging also für ihn nach, auf Platz 4 aus. Ja, alles klar. Ja, eigentlich ordentlich, würde ich sagen. Kann sich auch sehen lassen. Ich weiß noch nicht, wo er gestartet ist. Wo ist es denn da? Ne, Nummer 6. Ach da, Startposition 3. Okay, ja stimmt, an 3 gestartet, na, Platz verloren. Dafür allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in der Rüpelklasse unterwegs. Also ich kann mir vorstellen, da wird er noch ein bisschen mehr Kontakt gehabt haben, so alles in allem. Aber ganz gutes Ergebnis, wie ich finde. Dann gucken wir nochmal auf die Auswertung, wie sich das jetzt auf die Meisterschaft auswirkt. Sehen wir hier 410 Punkte. Dann sind wir schon mal mit 160 Punkten vorne. Haben natürlich aber auch doppelt so viele Wochen jetzt gezählt wie Tobias Nett oder auch Ben Brown. Na gut, der hat 5. Also, ja, es sieht gut aus. Die Frage ist natürlich, wie fahren die anderen noch mit? Aktuell aber, ich würde sogar sagen, hier Platz 4, auch noch gute Chancen. Sebastian Ahrens auch eher noch sehr, sehr gute Chancen, da noch irgendwie noch mal ranzukommen. Hat ja gerade mal 3 Wochen gezählt und 200 Punkte, das ist schon nicht schlecht. Werfen wir noch schnell den Blick auf das nächste Rennen. Dann bringt es uns wieder zurück nach Okayama. Nach dem letzten Rennen im Mazda Cup geht es hier wieder nach Okayama zurück, aber diesmal auf der kompletten Version, wie ihr hier schon seht, also nicht nur die verkürzte Strecke, sondern hier wird auf der vollen Strecke gefahren. Dann wieder in der Production Car Challenge, ja genau. Und das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, auch sehr, sehr gerne nochmal ein Abo, wir freuen uns drüber. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet. Dann wieder im Spec Racer am Mazda Raceway Laguna Seca, so heißt er. Mein Gott, ist schwierig. Würde mich freuen, euch da auch wieder ja, mit an Bord zu haben. Der Sergeant verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!